Markus Söder zu uns zu sprechen. Liebe Freundinnen und Freunde, lieber Parteivorsitzender, vielen Dank, dass du deine Meinung behalten hast. Es ist, und sind wir ganz ehrlich, kein leichtes Jahr für die CSU gewesen. Das Jahr 2017 hat Höhen und Tiefen gehabt und es hat uns ganz schön durchgeschüttelt. Ich kann euch nur eines sagen. Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, mit diesem Parteitag ein schwieriges Jahr so abzuschließen, dass wir im nächsten Jahr wieder engagiert in die Wahl gehen können. Herzlichen Dank allen dafür, die mitgeholfen haben. Aber täuschen wir uns nicht. Das Jahr 2018 wird nicht viel leichter werden als 2017. Die Ausgangslage für uns ist anders als bei vielen anderen Wahlen. Wir haben es gehört, wir haben in Berlin eine Menge zu tun und noch ist unklar, ob und wie eine stabile Regierung zustande kommt. In den Umfragen ist noch eine Menge Luft nach oben, liebe Freunde. Und wir haben mit neuen Wettbewerbern, welche, die das alte Dogma von Franz Josef Strauß durchbrochen haben, dass rechts neben uns eine demokratische Partei zumindest teilweise entstanden ist. Aber ich sage euch eines, es gibt keinen Anlass zu verzweifeln, aber auch kein Anlass, blauäugig zu sein. Das ist schon für die CSU eine ganz ernste Situation. Die braucht auch ernste Antworten. Aber eines dürfen alle unsere Konkurrenten mit dem heutigen Parteitag erwarten. Wer glaubt, wir geben auf, wer glaubt, wir haben Angst, der wird sich täuschen. Die CSU wird kämpfen, liebe Freunde, um bei dieser Wahl erfolgreich zu sein. Und zum Thema Zuwanderung, natürlich bin ich für eine Begrenzung der Zuwanderung. Ich will euch aber noch mal sagen, dass all diejenigen, die uns dabei mal das angreifen, ob wir rechtsstaatlich da nicht ordentlich sind. Ich hatte die Woche eine Talkshow, da hat einer der Teilnehmer gesagt, ist doch gar nicht rechtsstaatlich, was Bayern so will. Also, dass uns klar ist, wer zu uns kommt und verfolgt ist, da wird geprüft, ein rechtsstaatliches Verfahren. Und wenn er anerkannt ist, dann hat er die Chance, und das ist etwas Einzigartiges, im stärksten Land Europas und vielleicht mit in der Welt einen Weg gezeigt zu bekommen. Eine Hand wird ihm gereicht, einen Start ins Leben zu machen, den er nirgendwo anders bekommt. Nirgendwo in der Welt hat ein Mensch so viele Optionen wie bei uns. Ich bin auch dafür, liebe Freunde, zu überlegen, während er darauf wartet, auf seine Entscheidung, noch mehr möglich zu machen, dass er in der Zwischenzeit ohne eine Anerkennung dann seines Statuses vielleicht ein bisschen öfter arbeiten kann, weil ich es schon angemessen finde, wenn man Unterstützung vom Staat bekommt, dass man in der Zwischenzeit ein Stück weit zurückgibt und auch beschäftigt wird, liebe Freunde. Auch das scheint mir sinnvoll. Aber was bedeutet Rechtsstaat? Bist du anerkannt, bleibst du. Bist du abgelehnt, kannst du dann auch so bleiben? Glaubt mir, wenn einer von euch einen Strafzettel hat oder, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, eine Steuerschuld zu begleichen hat, der Staat kommt und er kommt sicher und er holt alles Stück für Stück ab. Und die Bürger sind auch damit einverstanden, dass wir einen starken Staat haben. Aber sie sind sich nicht ganz sicher, ob dieser starke Staat gleicherweise überall gilt. Denn wenn er beim Bürger in der Lage ist, sowas abzuholen, wieso geht es dann, dass wir Hunderttausende von rechtsstaatlich abgeschlossenen Verfahren haben und nicht im Ansatz in der Lage sind, liebe Freunde, eine ordentliche Abschiebung zu machen? Ganz im Gegenteil,
500.000 abgelehnte Anträge, man sagt um die 100.000 vielleicht vollziehbar und Sammelabschiebungen finden und darüber freuen wir uns sogar. Mit 8 bis 10 Leuten Stadt und 50 bis 100 Polizisten. Und weil wir uns außerstande sehen, es rechtsstaatlich zu machen, wird überlegt, mit großen finanziellen Möglichkeiten es zu machen. Jetzt muss ich euch eines sagen. Am Ende kann es nicht sein, weil wir uns nicht mehr zutrauen, den Rechtsstaat durchzusetzen, dass wir dann eine Menge Geld einsetzen. Das verstehen unsere Bürger nicht. Wir brauchen die Herrschaft des Rechts, liebe Freunde, als klare Botschaft, auch als CSU, der Rechtsstaatlichkeit. Und wenn es dafür mehr Richter braucht, um die Verfahren abzuschließen, was Seehofer hat diese Woche bei uns gesagt. Wenn es auch Rechtshemmnisse zu beseitigen gilt, dann muss man sich daran machen, aber nicht kapitulieren davon. Und liebe Freunde, viele Menschen in unserem Land sagen auch, das ist die zweite Frage, wenn dann jemand hier bleibt und wir laden ihn ein, bei uns mitzumachen, unter welchen Bedingungen bleibt er dann da? Wie bringt er sich ein? Und das ist für mich ganz entscheidend. Andere Konzepte, Multikulti bedeutet, man darf ja mal nicht drüber reden, weil viele Angst haben, man könnte im linken Feuilleton Ärger bekommen. Ich selber habe das erlebt, Horst Seehofer hat das erlebt, Edmund Stoiber hat es oft erlebt. Kurz nach meiner Nominierung schrieb ja auch die Taz und andere, oh Gottes Willen, was wird es werden? Das wird ja ein Kandidat sein, der sich auch um bürgerliche Sachen kümmert. Liebe Freunde, wir wollen nicht die Lieblinge von Taz und linken Feuilleton sein. Wir wollen Anwalt der Bürger in Bayern und ein Normalverdiener sein. Das ist unsere Klientel und nichts anderes. Wir haben vor einem Jahr im Landtag ein Gesetz beschlossen. Eine hysterische Debatte, eine ganze Nacht. Es ging Thomas Kreuzer um unser Integrationsgesetz. Da hieß es reicht doch aus, wenn man die Verfassung akzeptiert als Wert. Natürlich ist die Verfassung wichtig und nahezu jeder Bundesminister kann das Grundgesetz und jeder Staatsminister oder Staatsministerin die bayerische Verfassung auswendig erzählen, wenn sie vor ihm liegt. So. Reicht das? Reicht das den Bürgern? Die Bürger sagen, okay, wir bieten Hilfe jemand anders und das ist ja ein Angebot der Bürger, nicht nur des Staates. Das ist ein Angebot einer Gesellschaft. Ist es dann einfach so, dass man das daneben machen kann oder braucht es eine klare Linie? Und wir haben damals gesagt, Horst, dein Vorschlag, deine Idee, Leitkultur als nicht aufzwingend, aber als Rahmen, der gesetzt wird. Liebe Freunde, wir sind weltoffen und modern. Es gibt, glaube ich, kein Land, das so weltoffen ist, so viel Toleranz zeigt. Und ich sage ausdrücklich, jemand mit einem anderen Glauben, auch der Muslime, die hier leben, die hier arbeiten, die sich einbringen, die gehören zu unserem Land dazu. Aber eines ist schon klar, unsere Prägung ist christlich, abendländisch, jüdisch, humanistisch. Der Islam hat die letzten 200 Jahre für Bayern keinen überragenden Beitrag erbracht. Und darum muss man sich dazu bekennen, was die Wurzeln des eigenen Landes sind. Und das darf man auch miteinander diskutieren. Ich bin sehr für Freiheit. Aber wer sagt, die Scharia ist wichtiger als die bayerische Verfassung? Wer sagt, dass die Familienehre über dem Respekt vor der Person im Einzelnen geht? Wer der Meinung ist, dass Mann und Frau nicht gleichberechtigt sind? Und wer der festen Überzeugung ist, dass sich Frauen nur in der Burka nach außen bewegen dürfen, liebe Freunde, der darf diese Meinung haben. Aber er muss sie nicht bei uns in Bayern und Deutschland haben, liebe Freunde. Das ist für mich klar. Und deswegen bedeutet Leitkultur eigentlich nur eines, nur eines. Wer zu uns kommt, ist willkommen. Aber er muss sich am Ende unseren Werten, Sitten und Gebräuchen anpassen und nicht umgekehrt, liebe Freunde. Das ist die Leitidee, die uns verbindet. Und zuletzt innovativ, fürsorglich, sozial. Stark und bodenständig, Bayern daheim. Ich erinnere mich noch, Horst, wie du die Idee eines Heimatministeriums geboren hast. Da gab es ja viele Diskussionen, was ist das für ein Retro-Begriff. Als ich die Aufgabe übernommen habe, gab es auch viele, die gesagt haben, das wird eine Totgeburt.
Der eine oder andere hat geschmunzelt, mal sehen, was er da jetzt draus macht. Liebe Freunde, wir haben den Begriff Heimat wieder neu interpretiert und wir haben eine ganz andere Akzeptanz bei der Bevölkerung zu diesem Begriff gefunden. Heute macht Österreich es nach und in Deutschland wird darüber diskutiert, wie das geht. Warum ist das wichtig? Weil es unser Leben ist. Es ist unsere kulturelle Prägung. Es ist unser bayerischer Weg, den wir haben. Man kann Kosmopolit sein und trotzdem eine tolle Tracht tragen, liebe Freunde. Das ist kein Widerspruch. Wir wollen in Bayern eines erreichen. Wir wollen die Verantwortung für Natur und Schöpfung weiterentwickeln, ist doch klar. Aber mit der Landwirtschaft, nicht dagegen. Und wisst ihr, wir sind auch der festen Überzeugung, dass man Flächen schonend angehen muss. Aber wenn wir jetzt lesen, dass einige Parteien sich aufmachen, unseren Kommunalpolitikern, Bürgermeistern, Gemeinderäten genau vorschreiben wollen, wie viel Zentimeter Boden sie in ihrer Heimat entsprechend nutzen können, sage ich nur eines. Der ländliche Raum ist natürlich Naturraum. Er ist aber kein Museum, er ist nämlich auch Lebens- und Wirtschaftsraum. Und wenn der Freistaat Bayern seine Verantwortung für die Heimat wahrnimmt, liebe Freunde, dann heißt es nicht nur in die Ballungszentren zu investieren, der ländliche Raum ist genauso wichtig, genauso entscheidend für Bayern. Und deswegen müssen wir da was tun. Wir werben um Vertrauen. Wir bitten um Unterstützung, wir bieten starke politische Konzepte an, aber eines wollen wir bei Bayern nicht, wir wollen keine Berliner Verhältnisse in München, liebe Freunde. Das ist nämlich instabil und der falsche Weg. Und deswegen lasst uns heute, das Timing des Parteitages ist gut, wir sind vor Weihnachten, wir setzen ein klares Signal von Stabilität und ich finde auch von authentischer Geschlossenheit. Das ist ganz wichtig. Es wird uns nicht jeder gleich glauben, mancher Kommentar wird es hinterfragen, das ist in Ordnung. Das muss ich im Alltag, wie Horst Seehofer gesagt hat, beweisen. Aber klar ist, es muss jedem klar sein, wir haben ein kleines Stück des Weges zurückgelegt, die erste Etappe. Das wird eine schwierige Auseinandersetzung werden. Mir und uns muss nicht bange sein vor 2018. Wir haben als CSU so unglaublich viel zu bieten. Die CSU hat Bayern so stark geprägt und wir haben so eine Menge vor. Für mich persönlich ist es eine große Ehre für die CSU und ihre Mitglieder zu arbeiten und eine gleich große Ehre für dieses stolze Land Bayern zu dienen. Ich bitte um Unterstützung. Ich bitte persönlich um eine faire Chance. Ich möchte mit euch für die Menschen und mit Gottes Hilfe etwas erreichen. Und dem sage ich euch und bitte zum Schluss, die CSU ist und war die prägende politische Kraft in Bayern. Wir wollen es auch bleiben, liebe Freunde. Wir sind nicht bereit, sang- und klanglos anderen, die laut schreien, die Verantwortung zu überlassen. Wir wollen uns der Verantwortung stellen. Wir sind bereit zum Kämpfen und ich bin bereit, damit zu machen. Herzlichen Dank, alles Gute, viel Erfolg für uns als CSU. Dankeschön. Der Ministerpräsidentenkandidat, meine Damen und Herren, Markus Söder, der hier ganz offensichtlich den Nerv der rund 1000 Delegierten getroffen hat. Sie haben sich erhoben, spenden ihm viel Applaus und er hat inzwischen die Initiative ergriffen und den Parteivorsitzenden Horst Seehofer, den amtierenden Ministerpräsidenten, auf die Bühne gebeten, der jetzt auf dem Weg zu ihm ist. Markus Söder hat in kurzen Worten sein Regierungsprogramm hier umrissen. Es gab eine Reihe von Streicheleinheiten fürs bayerische Selbstbewusstsein, die hier gutiert wurden, während sich die beiden, der Alte und der Neue, die Hand reichen und gemeinsam den Applaus entgegennehmen. Besser als alle anderen Bundesländer, hat er gesagt, sei Bayern
Und dabei hat er sich besonders an dem Stadtstaat Berlin abgearbeitet.